kalten Wintermorgen vergessen viele Autofahrer ihre gute Fahrerziehung. Ein leerlaufender Motor mit vollgezogenem Choke bringt nicht die gewünschte Wärme ins Auto. Motorenlärm und Abgase beim Frühstück mit Zeitungslektüre oder beim Scheibenkratzen verärgern die Nachbarn, belasten die Umwelt und sind nach der Verkehrsregelungsverordnung verboten. Dort heißt es nämlich, andauerndes, unsachgemäßes Benutzen des Anlassers und unnötiges Vorwärmen und Laufenlassen des Motors stillstehender Fahrzeuge sind verboten. Zudem dreht der kalte Motor ohne Belastung und erwärmt sich also viel langsamer. Überdies werden die Kolben angegriffen. Einsteigen, Choke ziehen, wegfahren. So wird es im Auto am schnellsten warm. Die Karthause Ittingen, während über 100 Jahren in Privatbesitz, soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine in Gründung begriffene, von der Thurgauer Regierung geförderte Stiftung hat sich kürzlich das Kaufrecht gesichert. Für das gesamte Areal sind 6 Millionen Franken vorgesehen. Karthause Ittingen hat ohne Zweifel eine gesamtschweizerische Bedeutung von ihrer Bausubstanz her. Der Regierungsrat beabsichtigt darum, hier ein Kulturzentrum zu errichten. Ein Kulturzentrum, das dazu dienen, dass die Leute sich treffen können, dass Kurse abgehalten werden können, dass auch die bildende Kunst zur Darstellung kommt. Der Kanton Thurgau kann aber die Aufgabe nicht allein übernehmen, sondern ist auch auf Hilfe von anderen sehr angewiesen. Gewiss sind für die Restaurierung der Gebäude und ihre Herrichtung für die künftige Zweckbestimmung noch beträchtliche finanzielle Mittel erforderlich. Der Kanton Thurgau kann aber auf die Mithilfe der Eidgenossenschaft, der Schweizerischen Denkmalpflege, des Heimatschutzes, der Kantone, der Wirtschaft und weiterer Kreise rechnen, die an der Erhaltung dieses einzigartigen Kulturgutes interessiert sind. Herr Trachsel, wir haben zurzeit eine grosse Jugendarbeitslosigkeit, damit verbunden ein Wachsen von der Jugendkriminalität, vom Alkoholismus und von Drogenproblemen. Was haben Sie als erste Massnahme gegen diese Probleme ins Auge gefasst? Ja, Herr Reinicker, ich glaube, eine der wichtigsten Massnahmen wird sein, dass ich mich um die Jugendarbeitslosigkeit kümmere. Ich bin der Auffassung, dass kein Jugendlicher länger als ein halbes Jahr arbeitslos sein soll. Um das Ziel zu erreichen, werde ich eine intensive Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie und der Verwaltung der Stadt anstreben. Haben Sie konkrete Pläne bezüglich des Jugendhauses in Zürich? Jugendhausfrage, das wird eine von meinen ersten Aufgaben sein. Ich denke da in erster Linie an dezentralisierte Jugendtreffpunkte in den Quartieren und weniger als ein Mammutprojekt irgendwo zentral in der Stadt. Ich bin der Auffassung, dass die Jugendtreffpunkte in den Quartieren eine bessere Beziehung und ein besseres Verständnis zwischen alten und jungen Menschen geben. Ist es nicht eine Illusion, wenn man glaubt, ein Jugendbeauftragter könne jetzt zurechtbiegen, was eine ganze Reihe von Jugendinstitutionen resigniert hat in den letzten Jahren? Ja, sicher kann man von mir nicht erwarten, dass ich diese Fragen jetzt alle lösen soll. Hingegen sehe ich mich da viel eher als Katalysator, dass ich diese Fragen jetzt alle lösen soll. Hingegen sehe ich mich da viel eher als Katalysator, der dafür sorgt, dass jetzt etwas passiert. Ich sehe meinen Auftrag nicht in erster Linie an der Front, um Jugendarbeit zu leisten, sondern Voraussetzungen zu schaffen, dass die Leute, die dort sind, ihre Arbeit können leisten können. Nochmal zurück zum Drogenproblem. Sehen Sie dort konkrete Ansatzpunkte? Im Drogensektor bin ich der Auffassung, dass es nicht geht, dass sich die Fragen immer nur aus der Sicht der Polizei lösen lassen, sondern dass vielmehr die breite Öffentlichkeit muss feststellen, dass es ein Gesellschaftsproblem ist. Und das fängt an im Elternhaus und in der Schule.